Hallo, hier ist Gisela von Evolving New Art Design. Ich grüße dich. Ich sitze an meinem Arbeitstisch und es ist Donnerstag und ja, eigentlich die Zeit für ein Facebook Live, was ich machen wollte und mir heute die Technik und die WLAN-Verbindung echt komplett ja, reingekrätscht hat, sodass das nicht klappt live, was ich sehr schade finde. Allerdings, versprochen ist versprochen. Das heißt, ich will heute unbedingt mit dir, mit euch ein Schmuckstück anfangen und habe gedacht, dann nehme ich das eben jetzt als Video auf und lade es dann hoch und freue mich dann über deine Kommentare. Okay? Ich fange einfach an. Also, das, was ich vorhabe, ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt wie ein Webinar oder ein Online-Kurs, dass ich das zum Nachmachen direkt zeige, mit allen Materialien, sondern ich will so einen kleinen Einblick geben, ja, was möglich ist, vielleicht eine Inspiration, damit du dir überlegst, oh, da habe ich doch auch noch was und das würde ich doch auch gerne mal, ja. Ich habe mir für den Anfang habe ich so überlegt, Mensch, was könntest du machen, was simpel ist, was jeder kennt und was dennoch irgendwie ja eine Bedeutung hat. Also das ist das, was mir immer sehr am Herzen liegt, dass es irgendwie eine Bedeutung hat und ja so eine Art tieferen Sinn im Schmuck machen, dass wenn ich das Schmuckstück berühre oder meine Kundin oder die das in dem Kurs selber machen, immer so dieses Gefühl haben, wenn sie das dann anfassen und anschauen, auch so diese Energie zu spüren und was damit alles verbunden ist. Okay, deswegen habe ich überlegt, inspiriert auch durch die Alex, die den Jakobsweg gelaufen ist, habe ich gedacht, wie wäre es denn, um eine Jakobsmuschel, dieses Symbol für den Jakobsweg, einfach mal ja als Silberschmuckstück wieder zu kreieren. Und das ist, ich sage mal, das ist echt, also es ist relativ einfach. Ja, und deswegen, ich zeige euch das gleich. Ich zeige euch auch mal schon entstandene Muscheln. Und zum Beispiel hier Ostseemuscheln, die zusammen sind, oder auch die Minis. Ja, so als Anhängerchen. Und dann habe ich in der Bretagne, das fand ich auch toll, da habe ich auch tolle Muscheln gefunden und die dann nämlich, und das ist ziemlich einfach. Und man denkt ja, ja gut, dann habe ich jetzt diese Muschel, muss ich die jetzt mitbrennen? Dann geht die doch aber kaputt. Und wie soll denn das gehen? Also nochmal ganz am Anfang, ich arbeite mit Silberklete sozusagen, Art Clay Silver. Das sind feinste Silberpartikel in einem organischen Binder und Wasser. Und dadurch kann ich reines, pures Silber kneten. Kann damit die verschiedensten Formen erstellen und dann wird es bei 800-820 Grad gebrannt. Meistens, also wenn ich Stücke anfertige in einem Ofen und sonst tatsächlich mit einem Crème Brûlée-Brenner. Jetzt ist ja die Frage so nach dem Motto, ich habe hier eine Muschel. Ja, wenn ich die jetzt mit einknete, was passiert denn dann mit der Muschel? Berechtigte Frage. Es geht viel, viel einfacher. Viel einfacher. Und zwar habe ich zwei Komponenten Silikon. Also die schon mal beim Zahnarzt einen Abdruck haben machen lassen. Die wissen, wie das ist. Also sowas in dieser Richtung. Das heißt, ich kann mir sozusagen eine Form erstellen. Also ich nehme jetzt zwei Komponenten Silikon, heißt, das ist Silikon und ich nehme jeweils den gleichen Anteil Weiß
und Braun in dem Fall. Es gibt es in unterschiedlichen Farben. Also ich habe das auch schon in Grün gesehen, Grün-Weiß. Ich habe das in Blau gesehen, Blau-Weiß. Und dieses Silikon wird dann gut verknetet, ja. Und ich achte darauf, dass es sozusagen genug ist, damit ich das Teil, was ich gerne abformen möchte, dann komplett, also die Oberfläche, dass ich das Stück, was ich da reindrücken möchte, auch komplett bedeckt ist auf der einen Seite. Und deswegen knete ich das gerade so durch, dass ich keine marmorierten Spuren mehr habe, sondern es sozusagen ein gleichmäßiger Ton ist, Farbton. Das heißt, vorher hatte ich das dunkle, jetzt ist es heller. Und habe sie jetzt so ein Stück und nehme die Muschel und kann die Muschel da hineindrücken. Ja, so dass die Ränder gut bedeckt sind. Und das Muster von der Muscheloberfläche jetzt gut abgedrückt wird von dem Zweikomponenten-Silikon. Diese ganze Geschichte trocknet jetzt etwa 5 bis 10 Minuten. Und da ich euch ja jetzt nicht 5 bis 10 Minuten warten lassen möchte, habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar tatsächlich mit auch mit diesem Zweikomponenten-Silikon und habe da das Modell genommen der Jakobsmuschel. Und wie ihr seht, es ist wunderbar flexibel. Und das Licht muss ich noch verbessern. Es ist ein bisschen ein Gelb-Orangeton, aber es wird beim nächsten Video wird es besser. Ja, und ihr seht, dass es jetzt hier in dem Silikon tatsächlich ja, diese Spuren gibt. So. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Das ist sozusagen die Form, in die ich jetzt das knetbare Silber eindrücken kann. Das heißt, ich nehme ein bisschen Creme, es geht Vaseline, ich nehme Nivea. Ich habe übrigens keine Verbindung zu irgendeiner Firma, die ich hier nenne. Das, was ich nenne, sind meine Erfahrungswerte, womit ich gut zurechtkomme und was ich auch in meinen Kursen benutze. Okay? Ich creme das jetzt ein und ich creme auch immer, das ist ganz wichtig, die Arbeitsoberfläche ein, weil diese Silberknete oder Silberton sonst dran kleben bleiben wird. Deswegen, es ist wunderbar, meine Hände sind danach immer schön. Sie werden jedenfalls nicht trocken. Und dann schaue ich den Abstand ungefähr so. Und damit mir das nicht verwackelt, nehme ich einfach von diesem Malerkrepp und pappe mir das so drauf. In einem Online-Kurs würde man jetzt nur meine Finger sehen und mich nicht dazu. Aber ja, ich will einfach nur einen kurzen Einblick geben und rausche deswegen auch durch. Und jetzt habe ich hier diesen Klumpen. Und zwar sind das jetzt ungefähr 20 Gramm Silber. Rausgekommen ist es, okay, man sieht es spiegelverkehrt, aber Art Clay Silver. Es ist dann immer noch luftdicht verpackt in einem zweimal luftdicht, denn solange keine Luft drankommt, bleibt es schön knetbar durch den Wasseranteil. Wenn es dann im Brennprozess
wird der organische Binder verbrannt und dann schrumpft es noch. Ja, das heißt, ich habe ungefähr 10% Schrumpfung. Das berechne ich immer ein, gerade wenn ich jetzt einen Ring mache oder auch diese Muschel wird nicht ganz 1:1, sie wird ein bisschen kleiner sein. Okay? Was ich jetzt mache, ist, dass ich dieses Stückchen Silber ausrolle. Da habe ich meinen Ausroller und den ungefähren Abstand und habe jetzt hier Abstandshalter von einem Millimeter. Also diese Seiten hier, das sind 1 Millimeter Sachen. Ich habe auch welche, die sind 1,5 Millimeter. Und da habe ich jetzt irgendwas hier drin, das hole ich gerade raus. So, und dann rolle ich das so aus, dass ich es dann abheben kann. Und irgendwie ist es jetzt doch live, weil ich euch das vormache. So. Und dann schaue, dass ich das vorsichtig hier in die Form hineindrücke, so dass es wirklich gut anliegt. Hier ein bisschen Wasser dazu, damit es gut anliegt und wirklich auch das Muster von dieser Form, also von diesem Negativ sozusagen, annimmt. Ja? Vielleicht könnt ihr das jetzt hier schon ein bisschen sehen, dass ich das so reindrücke und alles Überschüssige kann ich einfach mit so einem Cutter abschneiden und dann auf jeden Fall wieder luftdicht verschließen. Denn solange ich, also ich mache das dann immer in so Haushaltsfolie, so diese, die immer so schön klebt, ja, und so habe ich das Silber, wenn das, solange das luftdicht verpackt ist, kann ich das wirklich lange liegen lassen und immer wieder ein Stückchen davon benutzen. Manchmal nehme ich auch einen Pinsel. Ich habe hier Wasser stehen. Das ist destilliertes Wasser. Wasser aus dem Hahn macht sich nicht so gut. Da haben wir dann Kalk da drin und das macht sich beim Brennprozess jetzt nicht so gut. Ne? So. Und im Prinzip ist es das für heute, dass ich euch gezeigt habe, wie ich sozusagen ein Stück, was ich vielleicht auf meinem Weg irgendwo gefunden habe, auf dem Jakobsweg oder was ein Symbol ist und ein Naturstück ist sozusagen, dass ich mir das abformen kann tatsächlich, um es dann als Silberstück zu tragen, wenn es denn soweit ist. Denn nächste Woche mache ich weiter und dann hoffe ich, dass es auch wirklich live weitergeht. Ja, also was ich noch sagen wollte, ich habe ab Juli neue Räume und da habe ich gedacht, ja, Art Clay Summer School, das heißt, es wird im Juli 3 Termine geben, in denen ich pur aus Spaß an der Freude und Kreativität und wir machen mal wieder was zusammen, 3 Termine anbiete, einmal einen 4-Stunden-Kurs, und an 2 Tagen 6 Stunden. Und der 4-Stunden-Kurs ist an einem Sonntag, am 15. Juli. Und ich spiele gerade mal. Und die beiden 6-Stunden-Kurse. Einer ist an einem Samstag, am 21. Juli. Und dann darauf der Samstag, am 4.8. Also 2 Wochen später, am 4.8. auch 6 Stunden. Man dann ja, mal in die Vollen gehen kann und mal wieder einfach ein Schmuckstück für sich gestalten kann. Bis dahin ist oben alles eingeräumt.
Da freue ich mich schon sehr. Bei Interesse einfach mir eine Nachricht schicken. Okay, ich mache die dann, also die werde die Daten dann auch schnell auf meine Website bringen und es noch ein bisschen bewerben, aber ich wollte es gleich sagen, weil es ist ganz frisch sozusagen. Soweit für heute, für einen Donnerstag ohne WLAN. Ich poste das Foto, das Video gleich. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst oder einen Kommentar. Und dann freue ich mich, dass ich das zumindest den Anfang gemacht habe. Und ja, denke an die Pilger, an die, die den Jakobsweg gehen. Und auch, jetzt kann ich das lang genug geredet. Seht ihr das? Jetzt kann ich sogar das, was ich vorhin eingetütet habe, sozusagen, die Muschel von der Ostsee, auch die gehen. Die habe ich jetzt rausgeholt. Okay? Und werde nachher auch, damit ich immer so ein Stück, ich zeige den Schritt und ich zeige, was, wie es geht, wenn es schon weiter ist. Das ist der Plan. Wie das so ist mit Plänen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen zum nächsten Schritt auf dem Weg eines Schmuckstücks. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und einen schönen Tag. Ciao.